Ja, was sind denn so die Unterschiede zwischen Orgel, Flügel, zwischen Orgel und Klavier? Auf der einen Seite ist es natürlich das Pedalspiel. Wir haben an der Orgel noch, ja, wie eine dritte Hand, nämlich die Füße, oder wie eine zweite linke Hand. Und eine unabhängige Stimme, eine dritte Stimme kommt noch hinzu. Und die Füße an sich alleine sind auch gar nicht das Problem, was man neu lernen muss. Füße können auch sehr, sehr schnell wie die Hände funktionieren, sondern was man wirklich dabei erarbeiten muss, ist die Koordination. Die Koordination zwischen Kopf, Händen und Füßen. Das bedeutet, dass man unabhängig voneinander funktionieren muss, mit dem ganzen Körper. An der Orgel arbeite ich eigentlich mit meinem ganzen Körper. Ich habe die Beine, ich habe die Hüfte, auch das Drehen aus der Hüfte ist wie ein Handgelenk. Am Klavierspiel ist das Handgelenk ja auch sehr wichtig. Und hier habe ich noch ein weiteres, drittes Handgelenk hier in der Hüfte, damit ich überall rankomme. Auch die Knie sind sehr, sehr wichtig. Der Rücken natürlich auch. Und man braucht Bauchmuskeln an der Orgel, ob man es glaubt oder nicht. Ist wirklich so, dass man im Gegensatz zum Flügel im Grunde auch Bauchmuskeln braucht. Am Flügel hatte ich immer das Gefühl, es ist eigentlich eine Vorstellungskraft, eine zarte, filigrane, geistliche Welt. Es ist nicht unbedingt eine körperliche Welt. Natürlich muss ich auch gut sitzen und habe mein Glanzpedal da unten, mein Sostenuto-Pedal. Aber ansonsten funktioniert das hier oben in der Vorstellungswelt. Aber an der Orgel ist es wirklich auch körperliche Arbeit. Das heißt, ich habe eine Hüfte, ich habe die Knie, ich muss mit den Füßen, mit den Spitzen und den Fersen arbeiten. Es ist koordiniert, ich muss manchmal ganz nach oben und trotzdem mit dem Pedal greifen und trotzdem nach oben ins obere Werk. Das heißt, ich bin mit dem ganzen Körper so ein bisschen wie auf dem Kartoffelfeld arbeite ich sozusagen, wirklich körperliche Arbeit. Das ist ein sehr großer Unterschied. Das heißt, mit dem Flügel zu verschmelzen, ist eine Sache, obwohl der Flügel auch groß ist und ein Power-Instrument. Mit dem Flügel verschmelzen ist auch eine große Vorstellungskraft. Aber mit einer riesigen Orgel zu verschmelzen, mit so einem riesigen Gerät, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das braucht mehr als die Vorstellungskraft, die ich am Flügel habe. Denn ich verschmelze auch nicht nur mit der Orgel, ich verschmelze auch mit dem Raum. Und da kommt ein nächster großer Unterschied dazu. Der Resonanzkörper des Flügels ist wirklich das Instrument an sich. Das hat seine Saiten und Hämmerchen und hat den Resonanzkörper. Aber diese Orgel zum Beispiel hier hat den Resonanzkörper, die komplette Kirche, die Akustik mit allem drum und dran. Das ist der Resonanzkörper und das muss komplett verschmelzen. Das heißt, ich bin hier oben und gleichzeitig unten und spiele hier oben und höre gleichzeitig unten wie eine andere Person, wie es unten klingt. Dann ist natürlich noch sehr wichtig der Unterschied im Anschlag. Vereinfacht gesagt kann man sagen, am Flügel ist es wichtig, wie ich in die Taste hineingehe. Und bei der Orgel ist es wichtig, wie ich aus der Taste hinausgehe. Warum? Weil der Flügel ein dynamisches Instrument ist. Bei diesem Instrument verschwindet der Ton von alleine auf magische Art und Weise. Ich muss den Ton sozusagen formen, wenn ich ihn beginne. Natürlich in gewisser Weise auch beim Hinausgehen. Aber da entsteht ja von alleine ein Decrescendo. An der Orgel ist es so, da es ein viel starreres Instrument ist und Pfeifen hat, also ein Blasinstrument ist, kein Tasteninstrument in dem Sinn, muss ich vor allem, kann ich Dynamik und Musikalität dadurch beeinflussen, wie ich aus der Taste hinausgehe. Das heißt, wie ich den Ton dadurch phrasiere und betone, ob ich ihn länger oder kürzer halte, das macht den Unterschied aus. Das heißt, als Pianistin und Organistin muss man beides können, wie man hinein und wie man hinausgeht. Und den Ton sozusagen ununterbrochen formen, der kann an einer Orgel nie einfach so kommen. Denn sonst sind die Töne starr und glatt und ich kann es ja nicht dynamisch beeinflussen. Das heißt, ich kann nur durch die Artikulation und durch den Anschlag den Ton überhaupt an einem solchen mächtigen Instrument überhaupt musikalisch beeinflussen, dass es unten wie ein lebendiges Instrument klingt, weich und filigran. Denn obwohl die Orgel ja so mächtig wirkt, vor allem unten, sobald man oben ist, sieht man, was für ein zerbrechliches Instrument es letztendlich doch ist. Wenn man die Pfeifen anfasst, gibt es Spuren oder es kann was abbrechen oder es muss ganz, ganz gepflegt werden und es soll trotzdem zärtlich und filigran klingen, gerade bei Bach. Und
Ja, das sind so ein paar der wichtigsten Unterschiede zwischen Flügel und Orgel.